zwei große Protagonisten der inzwischen legendär gewordenen amerikanischen Pop-Art der 60er Jahre kommen hier zu Wort. Der darstellende Maler Andy Warhol und der dargestellte Robert Rauschenberg. Das großformatige Porträt, in den Farben blau und schwarz gehalten, spielt im Titel auf die Herkunft Rauschenbergs an, der in Port Arthur, Texas, geboren wurde. Nichts deutet formal oder inhaltlich darauf hin, dass es sich um ein Künstlerporträt handelt. Auch der Titel Texana spricht eher dafür, dass hier ein bestimmter Menschentyp dargestellt werden sollte. Handelt es sich vielleicht um das Porträt eines Freundes? Andy Warhol und Robert Rauschenberg werden oft in einem Atemzug genannt, wenn es darum geht, die wichtigsten Repräsentanten der amerikanischen Popart vom Ende der 50er bis zur Mitte der 60er Jahre zu benennen. Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Klaas Oldenburg, Robert Rauschenberg, James Rosenquist, Andy Warhol, Tom Wesselman. Sie haben nie eine Gruppe gebildet. Nur findige Kunstkritiker und Galeristen entdeckten Gemeinsamkeiten in ihren Arbeiten, stellten sie zusammen aus und besprachen ihre Werke gemeinsam. Nur die äußeren Umstände sprachen für so etwas wie eine Stilrichtung. Alle Künstler wohnten in New York. Sie teilten die Liebe zur Großstadt und den wenig bewohnten, ja verlassenen Vierteln wie Soho, wo sie für wenig Geld große Atelierräume, die sogenannten Lofts, anmieteten. Ihr Geld verdienten sie mit Werbeaufträgen, Plakatmalerei und Schaufensterdekorationen. Warhol sagt selber, es ist wirklich ein Phänomen, dass die Popmaler einen gemeinsamen Stil entwickelt haben, ohne dass sie sich kannten. Und Henry Geldzahler, der damalige Konservator für Kunst des 20. Jahrhunderts am Metropolitan Museum of Art in New York, es war wie in einem Science-Fiction-Film. Die Popkünstler in den verschiedenen Teilen der Stadt, die keine Ahnung voneinander hatten, kamen plötzlich aus ihren Quartieren und stolperten mit ihren Bildern aus dem Dreck auf uns zu. Die Künstler lernten sich später kennen. Aber es wäre falsch, wie oft geschrieben wurde, von großen Freundschaften zu reden, wie zum Beispiel zwischen Jasper Johns und Robert Rauschenberg. Sie haben wohl auch zu verschiedenen Zeiten existiert. Doch gerade Andy Warhol fühlte sich von seinen Künstlerkollegen nicht ganz ernst genommen. In der 1970 für einen Ausstellungskatalog erschienenen Selbstbiografie Rauschenbergs ist von Warhol keine Rede. Zu einem Kontakt zwischen den beiden kam es Ende 1962, als sich Rauschenberg für die von Warhol entwickelte Technik des großen Siebdrucks interessierte. Obwohl fast gleichaltrig, Rauschenberg ist 1925, Warhol 1928 geboren, befanden sie sich zur Zeit ihrer Begegnung in total verschiedenen Stadien ihrer künstlerischen Entwicklung. Rauschenberg hatte bereits ein reiches Werk geschaffen. Darunter diese berühmten Combine-Paintings wie Allegory und Black Market, beide im Museum Ludwig, Köln. Bereits 1959 hatte er im New Yorker Museum of Modern Art ausgestellt und in dem Katalog 16 Amerikaner war unter anderem sein berühmter Satz abgedruckt: Ein paar Socken sind nicht weniger geeignet, um ein Bild herzustellen, als Holz, Nägel, Terpentin, Öl und Stoff. Vor der Entstehung des Texanas hatte Warhol mit großen Gummistempeln gearbeitet, denn seine Bilder sollten von Anfang an wie gedruckt, wie mechanisch perfekt und unmalerisch aussehen.
Diese Methode schien ihm nun zu primitiv. Ich wollte etwas Stärkeres, das einen größeren Fließbandeffekt brachte, sagte er damals. Bei seinem neu entwickelten Verfahren nimmt man ein Foto, vergrößert und überträgt es im Leim auf ein Seidensieb. Dann rollt man Druckerschwärze darüber. Dabei geht die Farbe durch das Sieb, aber nicht durch den Leim. In diesem neuen Verfahren entstanden auch die ersten Marilyn Monroe-Bilder, die Warhol von 1962 bis 1964 in Farbe, Größe und Zahl immer wieder variierte, wobei er immer dasselbe Foto verwendete. Dazu der Kunstkritiker Robert Rosenblum. Als Warhol einen fotografischen Siebdruck von Marilyn Monroes Kopf machte, ihn auf Goldfarbe applizierte und in der Höhe eines zeitlosen, raumlosen Himmels schweben ließ, schuf er in der Tat eine weltliche Heilige für die 60er Jahre, die ebenso viel irdische Andacht und Verehrung verlangen könnte wie, sagen wir einmal, eine byzantinische Madonna, die ewig vor ihrem goldenen Mosaikgrund schwebt. Diese Bilder sah Rauschenberg, als er im Atelier von Warhol die großen Siebe betrachtete. Er selber hatte bis dahin nur mit dem sehr viel mühseligeren Umdruckverfahren gearbeitet. Rauschenberg übernahm Warhols Technik, erzielte damit aber ganz andere Ergebnisse. Anders als der Einzelgänger Rauschenberg gründete Warhol mit einer Gruppe von Freunden die Factory und verzichtete auf das eigene persönliche Atelier. Die Bilder von Warhol werden produziert, und zwar bis zu 1000 Stück im Jahr. Im Texana zeigt sich bereits Warhols Beschäftigung mit dem Spielfilm. Das Bild ist so komponiert, als wären mehrere Filmausschnitte nebeneinander montiert, als handle es sich um eine Filmsequenz. Sehr überzeugend ist dieses Verfahren in Rat Race Riot angewandt. Eine Arbeit, die wenig später im Jahr 1963 entstand und ebenfalls dem Museum Ludwig gehört. Pressefotos, die anlässlich der Rassenunruhe 1963 in Alabama entstanden, bilden das Ausgangsmaterial. Warhol ordnet sie so an, dass eine dramatische Bewegung entsteht. Das Ganze läuft wie ein Film ab. Und erst bei näherem Hinsehen merkt der Betrachter, dass immer die drei gleichen Fotos in wechselndem Rhythmus wiederholt werden. Warhol schuf damit eine Ikone der Gewalt. Warhol galt eine Zeit lang regelrecht als Modemaler. Alle Welt riss sich darum, von ihm porträtiert zu werden. In Deutschland hat der Künstler unter anderem Willy Brandt, Mildred Scheel und den hier vorgestellten Sammler Peter Ludwig gemalt. Die Bilder sind schön, schmeichelhaft und dabei gleichzeitig dekouvrierend. Welche Bedeutung Warhol seinen Modellen zumisst, lässt sich am besten daran ersehen, dass er daneben Hammer und Sichel, Mickey Maus, Batman, Dracula, den Weihnachtsmann, die Michelskirche oder den Kölner Dom verarbeitet. Josef Beuys blickt uns mit obligatorischem Hut und starren Augen genauso an wie der lächelnde Mao Zedong. Und das gleich 10, 20 und 30-fach. In der Massenkonsumgesellschaft wird jede Individualität aufgesogen, vervielfältigt, reproduziert und durch die Medien wiedergegeben. Um uns herum, scheint Warhol zu sagen, ist nur Realität aus zweiter Hand.